Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 632. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind hier im Sumpf. Bei diesen wunderschönen, hässlichen, losten Viechern, wie auch in der letzten Folge. Und wir warten ja eigentlich nur drauf, dass die hier mal ihren Laich fertig kriegen, dass wir den einsacken können, damit wir hier endlich wieder nach Hause gehen können. Weil ich brauche Babys von denen und ich brauche halt nur zwei, dann wird das halt an sich reichen. Weil die haben halt auch alle keinen Hunger mehr. Ich habe halt nur zwei gefüttert. So, hier, guck mal, jetzt ihr macht nochmal ein Baby, bitte. So, perfekt. Der Typ geht jetzt auch ins Wasser, das finde ich super. Mach hin, mach hin, mach hin. Will dich ja nicht dabei stören, aber ich habe hier auch nicht ewig Zeit, in dem Sumpf zu hocken. Ich bin ja nicht Luke Skywalker und suche hier Yoda, auch wenn das hier ziemlich danach aussieht. Aber ich will hier ja nicht die Wege der Macht erkunden. Ich will Babys haben von Früchten. So, und ich habe gerade, wir haben gerade 2.45 Uhr nachts. Ich habe ein GTA-Level bis gerade gezockt. Ich war selten so abgefuckt, ne? Sogar von GTA. Also so eine Scheiße. Holy shit. Also ich habe gerade einfach Alt F4 gedrückt am Ende. Es war mir egal. Auch wenn ich war beim letzten bisschen der kompletten Aufgabe. Es war so ein Abfuck. Es war so ein anormaler Abfuck. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Aber gut. Jetzt habe ich es Alt F4. Jetzt ist es egal. Liegt hinter mir. Weiß nicht, ob ich es nochmal versuchen werde. Erstmal auf jeden Fall nicht. Und wir sind hier immer noch im wunderschönen Sümpfchen, wo ich erstens auch gar keinen Plan habe, wie genau wir von hier nach Hause kommen werden. Kein blassen Schimmer. Ich weiß noch nicht mal mehr, in welche Richtung. Ich glaube, in die. Zweitens weiß ich nicht, ob wir alles haben an sich. Ich hätte halt gerne noch ein paar Propagules. Okay, hier sind meine Babys. Ich hätte gerne Fackel, dann könnte ich hier zumindest... Ach, ich wollte gerade sagen, wo ist mein Bett? Dann könnte ich sie zumindest ein bisschen heller für uns machen. Wo ist meine schwarze Kiste? Hier. Oh, Gott sei Dank. Okay, hier sind auch nichts zum Fackeln machen drin. Perfekt. Schade. Die sammle ich mal ganz schnell wieder ein. Genauso wie den restlichen Matt hier. Den hatten wir in der letzten Folge noch schnell abgebaut. Damit wir davon auch was zu Hause haben, weil da kann man echt schöne Sachen draus machen. Und ja, man kann den auch craften. Aber wenn wir einmal hier sind, warum soll man den dann nicht mitnehmen? Und ich weiß nicht, ob es an dem Biom liegt, aber es wird echt schnell dunkel, ne? Fällt mir hier gerade mal so auf. Also klar, es war gerade auch Sonnenuntergang, aber irgendwie wird es hier drinnen nochmal deutlich schneller dunkel. The bed is too far away. Lüge. Ja. Ich habe mittlerweile 7 bis 8 Stunden für ein neues Video gebaut. Wo ich hoffe, dass es euch sehr gefallen wird. Bin ich eigentlich nämlich echt traurig. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Den nehmen darfst du, behalte ich mal. Ja. Also das wird hoffentlich ganz nice. Wird aber halt noch dauern. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das diese Woche noch kommt. Weil ich bin halt jetzt ungefähr halb fertig. Oh mein Gott! Wir brauchen gar nicht mehrere davon. Nein! Warte, 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 warte. Pass auf. Dann nehme ich mir natürlich alle 4 mit. Weil dann haben wir direkt 4 und das bedeutet, die sind mir egal und wir können hier abhauen. Dann haben wir alles. Geil. Tschüss Frosch. Tschüss Frosch. Wir verduften von hier, von diesem hässlichen Ort. Wir verziehen uns aus Dagobah. Wir fliegen zurück nach... Was ist unser am nächsten aussehender Star Wars Planet? Ich würde mal sagen... Naboo? Ja, Naboo ist ganz schön. Wir fliegen zurück nach Naboo. Ich habe übrigens das FOV ein bisschen wieder runtergestellt. Wir waren schon wieder bei 100. Ich habe mich da langsam aber sicher nach oben gearbeitet. Aber ich musste es jetzt nochmal runterstellen. Die blauen Blumen nehme ich mit. Weil ich so viel jetzt die letzten Tage gebaut habe und
Soll ich euch einen kleinen Teaser geben? Es ist halt meistens ziemlich dunkel beim Bauen. Mehr sage ich nicht. Mir echt teilweise wieder so wurde. Oh, hier ist noch ein Hexenhaus. Mal kurz gucken, ob da irgendwas drin ist. Ich denke ja nicht, aber... Perfekt. Man weiß ja nie. Ja, mir wurde halt zwischendurch... Alter, sieht das cool aus. Jo. Warum ist hier das Dschungel so cool? Mir wurde halt zwischendurch wieder so schwummrig, so Motion Sickness mäßig. Alter, hat er mich gerade erschrocken. Dass ich halt gesagt habe, okay, ich schraube das lieber ein bisschen runter, als dass mir irgendwie noch schlecht wird oder so. Wie wir das ja schon mal hatten, als ich im Default war. Alter, ist das cool. Holy shit. Und dann mit den Kaskaden, mit dem neuen Mod. Nebenbei, ich habe es geschafft, alles zu verlinken. Hier ist nochmal eine Mangrove. Alles in der Beschreibung, jetzt die ganzen Mods. Also sowohl Fabric, Iris, Sodium, Effective, das mit dem Platschen. Und das mit dem Zoom. Und ich habe sogar noch einen neuen Mod gefunden. Den werde ich morgen wahrscheinlich drauf machen, wenn er denn funktioniert. Den habe ich heute in einem Video gefunden, ganz random. Und der sah so interessant und praktisch einfach aus. Und ich habe ja schon seit langem gesagt, ich würde gerne noch ein paar mehr Mods hier drauf packen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind nebenbei. Gar kein Plan. Das sieht hier auch alles aus, als würde es zum ersten Mal generieren. Wir haben aber bis jetzt noch nicht wirklich Lags gehabt heute, was ich schon mal gut finde. Ist ein kleiner Vorsprung. Wie heißt das? Ist ein kleiner... Ja. Vorteil? Verbesserung? Ist eine kleine Verbesserung. Fortschritt, das ist das Wort. Holy shit. Ja, es ist spät. Wie ihr wisst. Ich habe eine Idee, wo wir sein könnten, weil ich einen... Birch Forest kenne, weil ich glaube nicht, dass das der ist. Der ist ein bisschen südöstlich von uns, auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass der das ist. Scheiße. 2000 minus 1100. Ja, okay. Wir sind nicht zu Hause. Jetzt ist die Frage, sind wir hier vorbeigeflogen? Ich meine ja. Ich meine, dass wir hier vorbeigeflogen sind. Ich weiß es nicht. Also ganz im Ernst, wenn wir heute nicht nach Hause kommen, dann ist das so. Problem ist, wir haben nicht mehr so viele Raketen. Die Elytra wird sogar noch mitmachen. Hallo? Hallo? Jetzt bezweifle ich doch, dass wir von hier kommen. Was sagen die Koordinaten? Scheiße, ich glaube, wir sind ungefähr bei 200, 300. Ich habe keine Ahnung. Warum vergesse ich das eigentlich immer? Der Kompass sagt nach da. Dann folgen wir jetzt dem Kompass. So sollten wir genau gerade fliegen. Die Koordinaten. Ja. Könnte hinkommen. Alter. Ja, genau. Was ist denn das für eine Höhle? Holy shit. Krass. Okay. Ja, nee, mit Höhlen habe ich im Moment genug. Okay, doch, ich... Ist das das? Das ist das... Nee. Doch, das ist so. Okay, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind fast zu Hause. Bin nur ein bisschen komisch geflogen, aber wir sind fast da. Wir sind nämlich... wieder im Lagland unterwegs. Ihr seht es schon, da haben wir ein paar Spuren hinterlassen. Hier vorne ist unser Meer. Da ist eine Biene, ich hoffe, die ist nicht von uns. Und wir sind... Tschüss! Jetzt kann ich auch endlich wieder die Render-Distance hochstellen. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die Welt hier so wenig zu sehen ist. So, ist doch viel besser. Guck dich das an. So. Ding ist, wir sollten jetzt als allererstes... Bevor wir die Sachen verstauen und so weiter, die Propagules reinjallern. Da sind sie. Muss man die ins Wasser tun? Nee. So. Und. So. Und dann. So. So.
Zack, zack, zack. Ach komm. Ja. Und wenn wir Glück haben, braucht er jetzt nur einen. Komm. Schade. Okay, interessant. Das ist ein Mangrovenbaum. In nicht ganz freier Wildbahn. Ich hoffe, er gefällt euch. Wir werden ihn jetzt sofort auch wieder abreißen. Keine Sorge. Ich will tatsächlich die ganzen Roots und so weiter haben. Hier haben wir schon wieder einen neuen Propagule. Das ist echt geil, weil so kriegen wir halt auch mal ein bisschen Moss und so weiter direkt dazu. Oder Moss Carpets und so. Und das neue Holz. Und das schauen wir uns jetzt auch an. Ich weiß zwar mittlerweile schon, wie es aussieht, weil ich es jetzt schon benutzt hatte. Habe ich den anderen Propagule auch weggemacht. Warum nennen die es eigentlich Propagule? Also ich weiß, es heißt Propagule auch halt... Also von Mangroven, die Setzlinge heißen halt Propagules. Aber warum heißt es nicht Propagule? Was ist das für ein Wort? Hä? Wieso haben wir jetzt nur einen? Warte mal, guck mal, hier ist einer runtergefallen. Den haben wir doch aufgesammelt. Und hier war doch noch der andere. Wo ist der denn jetzt? Ja, lecko, facko, ey. Ja, machen sie alle, was sie wollen. Jo, wie hoch. Cooler Baum. Ist der jetzt hier. Was passiert hier? Ich glaube, ich falle hier jetzt runter. Ja, sag ich doch. So, pass auf. Wir gehen hier nochmal hoch, wenn wir noch es schaffen. Und dann. Yeet. You wanna see some real speed, bitch? Yeet. Ich weiß nicht, ob wir so die Setzlinge kriegen, also die Propagules. Aber ich hoffe es. Aber es würde mich nicht wundern, wenn nicht. Bin ich auch ehrlich. Problem ist, da ist einer. Zwei haben wir schon mal, das ist gut. Das Ding ist, wir müssen nur gewerkstelligen, dass wir davon welche kriegen, sonst war der Trip umsonst. Also mehr oder weniger umsonst. Und wenn ihr euch fragt, was ich mit den Fröschen vorhabe, eventuell habt ihr schon zwei und zwei zusammen. Ach ja, die... Nee, wir hatten einen eingepflanzt, oder? Ja. Eventuell habt ihr schon zwei und zwei zusammengezählt. Dann habt ihr nicht nur die vier raus, sondern ihr wisst eventuell auch, was mein neues großes Projekt hier sein wird. Ah, vielleicht auch nicht. Ich sage aber trotzdem noch nichts genaueres dazu. So, jetzt haben wir drei. Optimal. Dann mache ich hier einen hin. Ich lasse den mal ein bisschen mehr Platz, weil die werden ja doch teilweise ziemlich groß. Ich habe wieder das Seed-Ding getan. Ich habe wieder ziemlich gesagt, anstatt ziemlich. Wieso kann ich das jetzt... Auf Sand kann man es nicht, aber auf Lehm oder was? Oder was? Und man kann die doch an Land packen. Und man kann die doch ins Wasser tun, aber halt nicht auf Sand. Oh, da ist der nächste. Wild. Was ich wohl ziemlich nice finde, sind die Dinger hier. Da kann man so coole Zäune draus machen. Das macht Fwip auch die ganze Zeit. Da habe ich richtig Lust zu, das auch endlich zu machen. Und geil ist auch immer noch, dass wir das Horn haben. Alter, wie riesig werden die? Ich glaube tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein, zwei davon wirklich stehen haben. Vielleicht nicht so riesige, aber hier an dem Ufer kommt das eigentlich ziemlich nice. Vielleicht bauen wir die auch selber. I don't know. So. Die werfen die halt echt ab. Die Propagules. Cool. Hier ist noch einer. Und ich meine, werfen die nicht ab und nach einiger Zeit pflanzen die sich selber ein? Geht das nicht? Mittlerweile? Zack, da ist noch einer. Ich meine, ich habe da mal sowas gehört. Aber ich weiß nicht, ob das nur geplant war oder ob die es jetzt wirklich gemacht haben. Aber es sieht schon cool aus. Das sieht schon wirklich cool aus. Okay, dann haben wir hier ja noch einen. Dann packe ich den noch hier hin. Dann verteilt sich das alles gut und wir sollten mal ganz dringend ein paar neue Fackeln holen. Wir haben ja noch 20 Sekunden Zeit, um da hinten noch ein bisschen mehr auszuleuchten. Weil da war es gerade echt dunkel. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus mit den Partikeln? Ist auch gar nicht laggy mit den Partikeln. Aber gut. So, Holz, Kohle. Keine Holzkohle, aber...
hab Sticks, ich brauch keinen Dings. So, so. So. Und so. Und so. Okay, diese Partikel sind echt laggy. Von dem Effective Mod. Also wie gesagt, ich hatte ja eh schon Probleme, den überhaupt mal zum Laufen zu kriegen. Deswegen bin ich halt jetzt eigentlich ganz froh, dass wir ihn jetzt endlich mal haben. Ist ja gar keine Monster-Party hier angesagt. Chillig auf jeden Fall. So. Leuchte ich hier einmal noch ganz kurz das weg. Ufer ein bisschen aus. Es laggt wieder. Lieben wir. So. Will da jetzt eigentlich nicht hingehen, wenn da die ganzen Reaper sind. Ja, moin. Das ist echt eine Monsterparty angesagt. Holy shit. Hohe Gras muss trotzdem weg. Man muss sich auch treu bleiben und seinen Prinzipien. Das ist nicht geil, was hier abgeht. Ich bin ehrlich. Feier ich nicht. Die ganzen Monsters. Aber wieso ist da jetzt... Wieso ist da jetzt ein Creeper explodiert? Ich war doch noch nicht mal in der Nähe. Was passiert hier? Was geht denn da hinten ab? Krass. Fuck. Hallo. Triff. Ach komm, dann nicht. Egal. Ja, wie dem auch sei, wieder eine chaotische Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Außerdem gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Neues, sehr aufwendiges Video kommt die Tage, aber wahrscheinlich erst wirklich nächste Woche. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.